Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Queen's Tales 2 Sünden der Vergangenheit. Genau, ich habe ja in der letzten Aufnahme hier im großen Pilzwald aufgehört, weil ja hier die Pilze so riesig sind. Wir haben ja in der ersten Aufnahme schon einiges erlebt und auch erfahren. Wir haben ja unter anderem erfahren, dass unser Vater, der König, also wir spielen natürlich als Protagonistin natürlich die Prinzessin vom König. Und wir haben ja erfahren, dass jetzt das Königreich der Menschen Krieg mit dem Königreich der Elfen hat. Und dann hat ja das Königreich der Elfen den Krieg ja gewonnen. Und jetzt hat ja der Elfenkönig unser Vater jetzt gefangen genommen. Er ist ja jetzt im Gefängnis bei denen. Und wir, laut Elfenkönig, muss ich dazu sagen, laut Elfenkönig kriegen wir erst unseren Vater, wenn wir ihn heiraten. Also quasi eine Zwangsheirat. Also wir lieben ihn ja gar nicht. Wir sind ja nur in der Kindheit nur befreundet gewesen. Und jetzt will er gezwungenermaßen uns als Braut haben und das wollen wir natürlich nicht, wir lieben ihn ja nicht und wir versuchen natürlich auch unseren Vater gleichzeitig zu retten und hauen dann so schnell wie es geht auch ab. Ja, ob wir das alles schaffen, das werden wir natürlich jetzt auch erfahren. Genau. So, jetzt muss ich hier erstmal kurz wieder reinkommen. Ah ja, die Babys, die haben ja Hunger. Was habe ich denn hier alles bekommen? Das ist ja nur der Schrumpftrank. Genau, fünfmal können wir ihn noch benutzen. Holzscheit und eine Riesenschnecke. Ach ja, stimmt. Ich glaube, mit der Riesenschnecke müssen wir jetzt das hier entfernen. Genau. Lasse die Schnecke alle Disteln auffressen. Sie kann nur den gelb leuchtenden Disteln weiter bewegt werden. Alles klar, dann gehe ich erstmal hier nach oben. Ich gehe mal erstmal weiter nach rechts. Aber dass sie sowas fressen kann, ey. Alter Schwede. Ah ja, da haben wir es ja eigentlich jetzt schon. Jo, das war's. Nur, das war nicht schwer, das Rätsel. Das ging eigentlich noch. Und wir können jetzt durch das Disteltor durchgehen. Oh Gott, wer hängt denn da? Excuse me, can you please help me down? Dernwark strung me up here because I refused to serve him. But he used to be such a nice lad when he was young. Will you help me? I promise I won't be a burden. Natürlich helfen wir dir. Ich muss verhindern, dass er in das Loch fällt. Oh ja, ich sehe es hier. Tja, dieses Loch ist eine echte Gefahr. Ich muss etwas darüber legen. Ein Holzscheit reicht nicht, ne? Nee. Und die, okay, die Pilze versprühen hier Sporen, okay. Was ist hier? Nadel und Faden. Die Blätter sehen so weich aus. Nee. Da muss ich irgendwie was anderes machen. Und hier fehlen Kacheln. Das sieht man ja schon. Okay, was soll ich denn jetzt hier noch machen? Ich habe jetzt Nadel und Faden bekommen. Schön und gut. Ah, Moment mal. Aha, ich kann ja eins und eins zusammenzählen. Dann wird das Tuch schon mal. Beckenbezug, okay. Können wir das da drüber hängen? Nee. Scheiße. Ah, aber so, okay. Weiche Decke. Und eine Schmetterlinghälfte. Oh, hallo. Oh, ein Feuersalamander. Wenn ich Feuer benötige, weiß ich, wo ich welches finde. Ja. Benutzen wir direkt mal den Holzscheit. Jetzt haben wir brennender Holzscheit. Okay. Danke, Feuersalamander. Jetzt kann ich den Zwerg befreien. Nee, so leider nicht. Schade.
Okay, ich muss noch irgendwie was machen. Jawohl. Minispielsteine. Ja, toll, aber ein Stein fehlt mir ja noch. Ja, toll. Habe ich hier irgendwo was übersehen? Mal wieder. Aber das passiert, das ist ganz normal bei den Wimmelbildspielen, dass man auch mal was übersehen kann. Oder muss ich ihn verkleinern? Tatsache. Yay. Na gut, dass das Kissen jetzt da war. Der Schrumpftrank reicht noch für 4 Anwendungen. Ja, passt schon. You're too kind, Princess. I'm Tom. May I accompany you? I'll do whatever I can to help you. Ja, hallo Tom. Nett, dich kennenzulernen. Klar, kannst du mich begleiten. Geschrumpfter Zwerg. Brot. Hm, lecker. So. Ich muss eine Möglichkeit finden, das Tor zu öffnen. Ja, hier ist der Mechanismus, aber mir fehlt ja noch so ein scheiß Stein. Ja. Muss ich denn jetzt was machen? Ah, Moment mal, ich habe doch Brot bekommen, genau. Ja, guten Appetit, meine kleinen Süßen. So, okay. Jetzt können wir wahrscheinlich das Rätsel machen. Jo, platziere die Steine so, dass ihre Symbole mit denen ihrer Nachbarn übereinstimmen. Okay. Ich versuche es einfach mal. So, jetzt brauche ich eine Sonne und Kristall. Genau, das könnte das hier sein. Okay, wenn es so hellrot aufleuchtet, dann ist es vermutlich auch richtig. Okay. Ich versuche es mal mit dem hier und mit dem hier. Perfekt. Super. Läuft doch. Ja, okay. So, und ich brauche jetzt eine Sonne. Ah ja, das passt schon, okay. Perfekt. Ja, das war angenehm. So, dann gehen wir mal über die Brücke. You cannot escape. Now, let us return. I swear no harm shall come to you. Eleanor! Okay. Da hatten wir nochmal Glück gehabt, würde ich mal sagen. Wäre der Vogel jetzt nicht gewesen, wären wir tot. Okay, da fehlen uns Kristalle. Was können wir denn hier aufnehmen? Eine Schöpfkelle? Die Äste sind zu dick. Ich brauche ein Hilfsmittel. Ja, haben wir jetzt leider noch nicht. Da fehlt uns irgendwie eine Frucht, ein Apfel oder sowas ähnliches. Okay. Und was fehlt hier? Ah ja, da haben wir die andere Schmetterlingshälfte. Ihre Namen sind nicht vergessen. Ja, wir bräuchten aber Hinweise. Keine Ahnung, wer gemeint ist. Das muss ich herausfinden. Jo. Leider kann ich nicht zurückfliegen. Schade. Die Kelle hilft uns nicht. Der Zwerg auch nicht. Schade. Ach, da an der Lampe kann ich auch noch was machen. Ah ja, da haben wir den Apfel. Kann ich hier noch was machen? Keine Ahnung, was hier geschrieben steht. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Achso, okay.
Ach Quatsch, hier bei der Hütte. Hallo, nette Frau. Greetings, Princess. It was I who sent that bird to help you. I am Camille, the Forest Witch, and I want to help you. Your father and his mage are imprisoned in the tower on the other side of my enchanted forest. Nett, dich kennenzulernen, Camille. Eine Waldhexe ist sie, okay? Eine freundliche Hexe. Sieht man auch nicht bei jedem Spiel. There's an old map on my desk that you may use. Follow the clues, and you'll find the right path. Okay, danke für den Hinweis. Sie hat gesagt, ich soll nach Hinweisen schauen. Ja, erstmal hier in Ruhe umschauen. Da haben wir eine Lupe. Da ist eine Spinne, Hallöchen. Ja, hier können wir erstmal noch nichts machen. Ich muss den Namen aufschreiben. Ja. Erstmal in Ruhe umschauen. Gartenscherenhälfte. Kristallflüssigkeit. Wir brauchen dafür lila Beeren, Meersalz und gelbe Farbe. Okay. Ah, um einen Kristall zu bekommen. Melanie, ich muss den Namen aufschreiben. Wie willst du den Namen denn aufschreiben, wenn ich nichts zum Aufschreiben habe? Okay, ein Wimmelbild. Ah, es ist wieder so eins. Ich habe zwei Körper, aber sie sind zu einem verschmolzen. Je schneller ich stehe, desto schneller laufe ich. Was bin ich? Oh Gott. Vermute mal die Sanduhr. Jo. Ich habe Flügel, bin aber kein Vogel. Dafür zart und klein und farbenfroh. Was bin ich? Der Schmetterling? Jawohl. Holz hält mich am Leben. Was? Wasser tötet mich. Was bin ich? Ah. Okay. Ah, Feuer natürlich. Klar. Erst entdeckst du mich hell leuchtend wie eine Sonne auf der Wiese. Doch wuchs ändere ich meine Gestalt. Werde weiß und fliege davon. Der Löwenzahn wird ja zur Pusteblume, ne? Jawohl, stimmt ja auch. Super. Buchstaben sind mir fremd, aber mit deiner Hilfe bin ich ein guter Schreiber. Die Schreibfeder? Und das Papier, okay, sehr gut. Schlitze mich mit einem Messer auf und weine, wenn du mich häutest. Was bin ich? Zwiebel. Klein bin ich und werde trotzdem gehasst. Habe acht Beine und fresse Insekten. Ich bin eine... Na, das ist ja jetzt wirklich nicht so, sondern nicht schwer. Eine Spinne kann das ja nur sein. Meine Haut ist grün und glitschig. Ich habe vier Beine und schwimme heute. Ich bin ein... Frosch. Wer wird nasser und nasser, je mehr er für Trockenheit sorgt? Der Lappen. Was ist größer ohne als mit Kopf? Das Kissen hier? Ja. Was hat Zähne, kann aber nicht essen? Ah, der Kamm. Ich bin rund und flach wie eine Münze, auch habe ich Augen, aber sehen tue ich nichts. Oh Gott, die Knöpfe. Okay, war Gott sei Dank richtig. Papier und Feder. Ja, jetzt habe ich was zum Schreiben.